Datei wird wieder automatisch gespeichert. Und, tja. Ich scheine mich doch nicht erleichtern zu können. Tja, das heißt, ich werde es mir jetzt ganz einfach machen. Ich werde mich einfach nach Weißlauf teleportieren und dann zu Hilgruns Grab. In Weißlauf werde ich dann natürlich erstmal mein Inventar komplett entrümpeln und nur noch das mitnehmen, was ich wirklich brauche. Das heißt, ich werde auch mal irgendwo einen Ort suchen wollen müssen, um eben das Zeug, was ich zwar nicht verkaufen möchte, aber auch nicht dabei haben muss, dass ich das irgendwo lagern kann. Weil ich habe ja bisher eigentlich... Moment, ich könnte es ja bei Holgier... Flusslauf könnte ich es da bunkern. Da kann ich das Zeug doch bestimmt in die Truhen legen. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Was? Halt die Backen. Da haben wir eine Händlerin auf jeden Fall. Nein, ich will nicht. Haben wir jetzt Abend? 4 Uhr morgens. Okay, gut, dann. Flusslauf. Nee, nicht Ritualstein. Flusswald. Flusswald, da möchte ich hin jetzt bitte. Ja, mit gezogener Waffe bewegst du dich langsamer. Ja, habe ich auch schon bemerkt. Wenn du ein Zauberbuch kaufst, musst du es lesen, um den dort darin beschriebenen Zauber zu lernen. Dadurch wird es zerstört. Ja gut, wenn ich dann den Zauber kann, brauche ich das Buch ja nicht mehr. Ist ja dann okay. So, nächster Tipp. Mit Redekunst kannst du bei den Händlern... Ja, das war's. Erstmal kurz orientieren. Ich glaube, ich muss es da vorne, dann gleich rechts. Rotner, genau. Ja, genau, hier bin ich richtig, ja. Sagt Ulfrecht, Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschlagen. Gerdurs Haus. Hieß es. Gerdur hieß die Dame. So, da sind wir drin. Und ich brauche eine Truhe. Ach, die schlafen alle. Nee. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Raluf ist wach. So. Was legen wir denn alles ab? Den Wein. Den Amethyst. Ach, das habe ich nicht getrunken, verdammt. Ich habe den Wein getrunken. Super. Dann legen wir auch eins ab. So, das Bier, die blauen Bergblumen, also alle, natürlich, ja, Blut und die Krone, auch alle, das Brot legen wir ab, die Kaniswurzel legen wir auch ab, den Grundum Barren legen wir ab, das Grundum Erz legen wir mal nicht ab, die Distelzweige, die Drachenknochen, die Drachenschuppen, die 2 Dolche legen wir natürlich ab. Das Eisenschwert der Schwächung, der Verbrennung legen wir auch ab. Eisendran, Elfenrohr, Farngas, Frostsalz. Ach nee, die sollen wir ja irgendwo abgeben. Die behalten wir mal noch. Dafür legen wir die 2 Felle ab. Frostbissgriff, ich glaube, das sollte ich auch irgendwo hinbringen, ne? Glaube ich. Die Goldene Klaue genauso. Behalten wir auch mal. Den Granatstein. Dann. Was brauchen wir auch auf jeden Fall nicht? Knochenmehl. Knobi.
Koboldschemel. Der Kohl. 18 Kohl haben wir dabei. Den Lauch legen wir auch mal weg. Die Laute. Den Lavendel. Die Lederstreifen behalten wir mal im Mehlsack. Da habe ich Mehlsäcke dabei. Mora Tapinella. Namiras Fäulnis. Nordmed. Die Pelzstiefel. Die Bergblumen. Die Rolle des Feuerbars behalten wir mal auf jeden Fall. Die Äpfel. Das Salz. Schimmerpilz. Schmetterlingsflügel. Schneebären. Gifte behalten wir mal. Die Halskette, Ring, Ring. Die Skiverschwänze legen wir auch ab. Dann die Spinneneier. Die Tomaten. Die Baumwolle brauchen wir auch im Moment, glaube ich, nicht. Die violette Bergblume natürlich auch nicht. Den Wein. Weißkappen. Die Wolfspelze. Dann haben wir noch Zaubertränke. Und den Ziegenkäse-Ecke legen wir auch ab. So, jetzt sind wir nämlich wieder dann bei 146 statt 305 Gewicht. Ich habe ja eine Standard, dann legen wir die ab und legen die auch noch ab. Den Rest behalten wir mal. Also gerade die Pfeile, die wiegen ja eh nichts. So. So gefällt mir das doch. Den ich sehe, ist tot. So, jetzt können wir dann uns zu Hilgurts Grab teleportieren, kurz, geschwind. Nein, ich möchte keine Markierung platzieren, aber hier möchte ich bitte reisen. So, da müssen wir eben wieder den weiten, weiten Weg wieder laufen. Ah, Feinde und Freunde werden auf dem Bildschirm unterschiedlich dargestellt, wenn du Leben entdecken und oder Untote entdecken wirkst. Aha, okay. Das ist doch bestimmt auch ein zeitlich begrenzter Zauber, oder? Nehme ich mal an. Man sagt, dass auf einen persönlichen Kontakt warten muss, um der dunklen Bruderschaft beitreten zu können. Und diese zwielichtige Assassinenorganisation ist äußerst wählerisch. Ah, dunkle Bruderschaft. Wer auch immer das ist. Gargoyles sind magische Wesen, die eine Steinhaut formen können, wenn sie sich nicht bewegen und so leicht für eine Statue gehalten werden können. Weiter kam ich jetzt nicht. So, ich muss in diese Richtung. Das heißt, ich suche mir dann mal wieder den Weg hier. War der da unten? Ja, da unten war ein Weg. Oder? Oder vielleicht auch doch da unten ist der Weg. Gehen wir doch gleich mal dahin. Und Ivarstadt, diese Richtung. Gehen wir doch gleich mal. Und die Reise nach Ivarstadt beginnt wieder von neuem bei Sigurds Grab. Und wir laufen. Und laufen. Und laufen. Durch eine schön gestaltete Landschaft da vorne ist wieder diese komische Festung, Burg, was auch immer, der Feuermagier. Das heißt, wir sind relativ nah dort, wo wir letztes Mal auch waren. Und ich teste gerade, ob beim Sprinten geht die Ausdauer gleich schnell runter, egal ob ich jetzt schwer beladen bin oder weniger schwer beladen bin. Zumindest ist so im Moment mal mein Eindruck. Ob das wirklich so ist. Also, ich möchte es nicht beschwören, aber ich glaube, die Ausdauer geht dann gleich schnell runter. Egal, wie schwer man beladen ist. Ah, da liegen noch die zwei Wölfchen rum. Und wir mussten, glaube ich, mussten wir den Bergpfad hoch. Ach, ich hätte mich auch zur Dunkelwasserkreuzung porten können. Aber wir gehen mal diesen Bergpfad hoch. Das müsste eigentlich die richtige Richtung sein. Und ich werde versuchen, diesmal nicht allzu viel einzupacken.
von dem ich noch nicht weiß, ob ich es brauche oder ob ich es nicht brauche. Da vorne ist ein Häschen. Habe ich es erwischt? Tatsächlich, ich habe es erwischt. Was hat denn so ein Kaninchen dabei? Eine rohe Kaninchenkeule. Okay, nehmen wir mal mit. Die wiegt auch nicht allzu viel. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich hoffe, ich bin richtig. Und wir sollten nach Säbelzahntigern Ausschau halten. Ist zwar noch eine ganze Weile hin, bis wir zum Säbelzahntiger kommen, der uns das letzte Mal, als wir hier waren, getötet hat. Aber man kann ja nie wissen. Da sind wieder Pilze und so weiter. Lass ich alles liegen. Ich sehe das alles, oder zumindest vieles davon. Aber ich lasse es einfach liegen. So. Kommen wir langsam in die Richtung. Da oben auf dem Hügel sehe ich schon mal ein Bauwerk, glaube ich. Was haben wir denn hier? Ein Schaf? Ein Ziegenbock oder sowas? Gämse oder was auch immer. Auf jeden Fall gehe ich den Weg weiter hoch. Lass das Viech mal Viech sein. Aber wenn ich mich recht entsinne, müssten wir es dann demnächst in die Gegend kommen, wo der Säbelzahntiger war. Jawohl. Da haben wir auch wieder den Fuchs. Warum hast du dein Schwert gezogen? Ach, wenn ich meine Waffe ziehe, ziehst du deins auch? Okay, das ist okay. Finde ich gut. So, und jetzt halten wir mal Ausschau. So, was bist du? Eine Ziege. Du hast dabei, was hast du dabei? Ein Ziegenbein, ein Ziegenfell und ein Ziegenhorn. Okay, nehmen wir alles mal mit. Da ist er ja, der Säbelzahntiger. Nein, ich will doch... Ah. So, Lydia, komm mal mit, Säbelzahntiger. Diesmal überraschst du mich nicht, mein Freund. So, das war's mit ihr. Ein Säbelzahntiger-Auge, okay. Und ein Säbelzahntiger-Pelz. So, dann hoffe ich, dass da nicht noch mehr kommen von der Sorte. Na, ich will doch geradeaus, ja. Na, wieso... So, immer weiter auf der Hut sein. Nicht, dass da noch ein zweiter ist. Sieht aber im Moment mal nicht so aus. Auf jeden Fall, wenn ich dann bei dem großen Felsen bin, wird auf jeden Fall nochmal gespeichert kurz. Nicht, dass wir dann wieder hinterrücks von irgendwas gemeuchelt werden. Was ist das? Ah, nix. Okay, dann einmal speichern bitte. Einmal neuer Spielstand. So, und weiter geht's. So. Scheint im Moment keine Gefahr zu drohen. Dann können wir nochmal einen kurzen Blick auf die Karte riskieren. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, wenn wir dem Fluss folgen. Deswegen machen wir das doch mal. Wieder eine Erzader. Aber ich habe keine Spitzhacke dabei. Hallo, da habe ich doch irgendeinen... ein Troll? Was ist... Oh. So, stopp.
Ich muss mal kurz was trinken. Habe ich Heiltränke dabei vielleicht irgendwo? Ah, ganz klein. Bring vielleicht gleich noch einen zweiten und einen dritten. Ich glaube, es war gut, dass ich gespeichert habe. Und ich habe einen Troll besiegt. Sehr schön. Was hat denn der dabei? Stahlpfeile und Trollfett. Mhm. So groß und hat sonst nichts dabei. Okay. Dann hat er eben sonst nichts dabei. Kann ich mit leben. Und hier scheint er gehaust zu haben. Durchsuchen wir das mal. Nierenwurz, was auch immer das ist. Eine Pflanze auf jeden Fall. Ein Elch, der hat natürlich ein Fell dabei. Ein großes Geweih und Wildbret. Nehmen wir alles mit. Was gibt's denn hier hinten? Ein Stahlkriegshammer. Nehmen wir jetzt einfach zuerst mal alles mit. Da haben wir eine Leiche. Die hat Sturmmantel, Brustpanzer, Helm, Fellpanzer, Handschuhe, Fellstiefel dabei. Brauchen wir alles nicht. Ein Skelett. Es hat wie immer Gold dabei. Wie ich das für ein Skelett gehört. Da haben wir noch eine Leiche. Kima war Medium. Nehme ich mit. Eine Notiz nehme ich auch mit. Und das soll es gewesen sein. Was haben wir denn hier? Orekalkum-Erzader. Mhm. Okay, das heißt, ich sollte eigentlich ab sofort immer eine Spitzhacke dabei haben. Einfach nur, damit ich diese Erzadern auch abbauen kann. Aber ich würde sagen, lesen wir uns zunächst mal diese Notiz durch, die wir gerade aufgelesen haben. Bücher, Notiz. Hauptmann. Uns haben mehrere Beschwerden über Angriffe in der Nähe des Flusses nordwestlich von Rift erreicht. Wir können für den Krieg zivile Unterstützung aus dem Gebiet gebrauchen, deshalb solltet ihr einige Männer schicken, die die Sache untersuchen. Wahrscheinlich sind es nur ein paar Wölfe, deshalb müssten zwei Männer genügen. Gute Jagd. Ja, es waren eben nicht nur zwei Wölfe, sondern ein Troll. Und dann schauen wir uns das auch mal an. Ach nein, ich will doch... Dieses Dings würde ich jetzt gerne durchlesen, nicht die Notiz, sondern dieses Buch. Wie auch immer man das korrekt aussprechen mag. Schwerrüstung bis auf 23, aha. Chima war Medium, alte Sagen der Dwemer, Teil 4 von Marobar Sul. Ich werde es auch hier wieder durchblättern, damit ihr euch das, so ihr denn wollt, in Ruhe durchlesen könnt. Falls ich euch zu schnell blättere, sagt's einfach. Schreibt es mal in die Kommentare oder so. Ansonsten sind wir mit dem Buch schon mal fertig.